Mein Name ist Jürgen. Ich darf in der Gemeinde im Predigtdienst stehen. Ich bin Lars, ich bin bei mir in der Gemeinde Diakon. Ja, hallo zusammen, ich bin Josef und bin bei uns in der Gemeinde im Ältestendienst tätig. Die Predigerausbildung habe ich gestartet, weil ich mich zurüsten lassen wollte für den Dienst innerhalb der Gemeinde, für den Dienst als Ältester. Es ist so, dass ich früher, wenn ich vorher gepredigt habe, oft versucht habe, Abkürzungen zu nehmen. Und mir war es wichtig, Predigen wirklich von Grund auf zu lernen. Wie ist der biblische Maßstab, der biblische Anspruch ans Predigen? Ich bin überzeugt, dass es biblisch ist, junge Männer zuzurüsten, weil es das Gebot der Schrift ist auch, was wir zum Beispiel bei Paulus sehen, an Timotheus, in 2. Timotheus 2, Vers 2, Männer zuzurüsten, die treu sind und fähig sind, auch wieder andere zu lehren. Es ist Gottes Anspruch, dass wir sein Wort gerade schneiden. Es ist sein Anspruch, die Herde, die uns anvertraut ist, zu leiten. Als Ältester in der Gemeinde steht man in der Verantwortung, dass man für die Herde sorgen soll. Und um dort ihnen dann auch die entsprechende Speise geben zu können, war es für mich wichtig, dass ich mich selber noch weiter zurüsten lasse. Wie Gottes Wort sagt, es ist so und es ist so. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und von diesem Ich-Denke wegzukommen hin zu dem, was sagt die Schrift, das ist der entscheidende Punkt. In der Predigerausbildung sind wir überzeugt, dass Gottes Wort irrtumslos, unfehlbar ist und autoritativ für das Leben des Gläubigen auch heute. Und dass Gott immer noch durch sein Wort spricht, dass es lebendig ist. Das bezeugt uns die Schrift ganz klar und mit dieser Überzeugung wird uns hier auch vermittelt. Es ist tatsächlich so, dass eines der Sachen, die wir in der Predigerausbildung auch immer wieder begleitend mitgemacht haben, ist, dass wir auf unser Herz geguckt haben. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, zu gucken, an welchen Stellen muss ich mich eigentlich wirklich verändern, auch von dem her, wie Christus mich haben will. In Homiletik, das ist ein sehr spannendes und auch gewissermaßen das Hauptfach der Predigerausbildung, dort predigen die Schüler selbst, im ersten Jahr für knapp 20 Minuten, im zweiten Jahr für 30 Minuten. Dann bewerten die Schüler einen auch und abschließend dann eben der Lehrer. Und das ist eine sehr, sehr schöne Zeit, in der man einfach auch, ja, manchmal auch gedemütigt wird, aber auch einfach den Blick nochmal geschärft bekommt für Dinge, wo man beim nächsten Mal noch genauer drauf achten muss. Und so lernt man es einfach, genau am Text zu arbeiten und das ist wirklich unglaublich gewinnbringend. Es lohnt sich, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Es lohnt sich, Prinzipien in der Schrift zu erkennen. Es lohnt sich, Gottes Wort immer tiefer kennenzulernen, mehr zu studieren, wirklich darauf zu achten, warum hat Gott genau das an der Stelle in seinem Wort uns mitgeteilt? Ja, man investiert viel Zeit. Man muss auch da manchmal vielleicht ein bisschen weniger schlafen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, weil man weiß, ich tue es nicht für mich. Ich tue es für Christus, für meinen Herrn. Und er hat auch alles gegeben und das motiviert mich dann auch immer wieder, den Dienst zu tun, auch manchmal, wenn es manchmal anstrengend ist. Jeder, der in der Gemeinde einen solchen Dienst tun will, den ermutige ich unheimlich, mach das, nimm die Zeit auf dich. Es ist für Arbeit, aber es lohnt sich, es ist eine lohnenswerte Arbeit.